Es war die große Liebe. Wir haben Gitarre gespielt zusammen und gesungen, aber wir haben auch viel über unser Leben gesprochen. Ja. Ich habe alles aufgegeben in Frankreich. Ich liebte ihn so sehr. Meine größte Angst, das war der Tod und vor allem der Tod meines Mannes. Wie lange hat er noch zu leben? Mit 20 Jahren trifft die Schriftstellerin Anne Müller-Locher die Liebe ihres Lebens. Sie gelten als die ewig Verliebten. Doch mit 38 Jahren erkrankt ihr Mann schwer und wird zum Pflegefall. Mit 4 kleinen Kindern muss Anne ihren Mann pflegen. Die Angst vor dem Tod und der Kampf um ihre Liebe prägt 11 Jahre lang ihr Leben. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Anne. Hallo Jennifer. Du bist Französin, hast schon sehr früh die Liebe deines Lebens kennengelernt, einen Deutschen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, ich liebte Deutschland und ich liebte alles, was Deutsch, die deutsche Sprache anging, weil ich Deutsch vom jüngsten Kind an gelernt habe. Und ich war immer gewöhnt, nach Deutschland zu fahren. Und die Uni sollte im Oktober losgehen. Und da habe ich meine Freundin gefragt, wäre das nicht schön, wenn ich noch einen Monat zu dir käme. Und dann lernte ich bei ihr ihren Bruder kennen. Der hieß Dietmar und der war 30 Jahre alt, 11 Jahre älter als ich. Und wie war das, als ihr euch kennengelernt habt? Also wir können nicht sagen, ich kann nicht sagen Liebe auf den ersten Blick. Ich würde sagen, es war die große Liebe. Also die Liebe, die wir haben sofort miteinander gesprochen, wir haben Gitarre gespielt zusammen und gesungen und er hat Gedichte gehört, ich habe ihm Geschichten erzählt, aber wir haben auch viel über unser Leben gesprochen. Ja. Das war sehr wichtig. Mhm. Also er war ein guter Zuhörer und er hat über sein Leben erzählt. Also wir haben nächtelang gesprochen. Ja. Also wir konnten nicht aufhören. Mhm. Was war so das Besondere eurer Beziehung? Also ihr seid ja schnell zusammengekommen auch? Ja, also unsere Beziehung, er hat mir Liebe geschenkt. Also wir haben uns auch geküsst und so weiter. Mhm. Ja, und ich fühlte mich aufgehoben, sehr, sehr aufgehoben. Mhm. Und ich spürte auch seinen Glaube. Mhm. Er hatte einen großen Glauben an Gott. Ja. Wir waren bei den Zeugen Jehovas. Ihr habt dann ja relativ schnell geheiratet, glaube ich, ein halbes Jahr später oder so. Sogar noch weniger. Ja. Also mein Mann hatte mich begleitet, er hatte sich freigenommen, hatte mich nach Frankreich begleitet, weil er meine Eltern kennenlernen wollte. Das Problem war, er konnte kein Wort Französisch. Mhm. Und er hat einen Antrag, er hat um meine Hand gebeten, meinen Eltern einen Brief geschrieben und da habe ich ihn übersetzt, den Brief, weil es ging ja nicht anders. Mhm. Und meine Eltern haben das auch akzeptiert, weil mein Mann ein sehr, sehr liebevoller Mensch war. Da konnte, glaube ich, keiner ihm widerstehen, so in dem Sinne. Mhm. Ja. Er war sehr reif, auch für sein Alter. Ja. Er hatte auch einiges schon hinter sich, seine Scheidung und er hatte auch 2 Kinder aus erster Ehe. Das hat ihn natürlich alles geprägt, ja. Und ich habe alles aufgegeben in Frankreich. Ich habe mein Studium erstmal auf Eis gelegt. Und ich liebte ihn so sehr, und dass ich gesagt habe, das ist die Liebe, die ich suche seit langer Zeit. Ja. Und für diese Liebe kann man nicht genug aufgeben. Mhm. Du hast jetzt auch erwähnt, dass ihr bei den Zeugen Jehovas wart. Ja. Das ist ja schon eine konservative Gemeinschaft. Wie kam es dazu? Also mein Mann als junger Mann war kein Zeuge Jehovas. Mhm. Er hat sogar Musik gemacht und so. Und später ist er dazu gekommen. Also durch ein Gespräch von Tür zu Tür hat er Mann kennengelernt. Und bei mir war das eben, dass es mit meiner Kindheit zusammenhing, dass ich, meine Mutter war eigentlich katholisch, ist im Kloster sogar aufgewachsen. Okay. Und mit 11 Jahren sollte ich meine Kommunion machen. Und plötzlich sagte meine Mutter, nein, du machst sie nicht. Okay. So, und da hat sie gesagt, ich studiere die Bibel mit deiner Oma. Und später sagte sie, das ist die einzige Wahrheit. Das hieß dann für euch Kinder, dem fügen wir uns, wir gehen jetzt mit zu den Veranstaltungen, zu den Treffen. Ja, und was bei der katholischen Religion mich sehr gestört hat, dass sie nie eine Antwort auf meine Fragen gegeben hat. Okay. Ich habe gedacht, die Religion ist Liebe. Mhm. Und dass
Jesus da ist und schützt und so weiter. Aber ich hatte noch keine Ahnung. Und die Katholiken oder der Priester, der mich damals, der hat mich bestraft, weil ich rebellisch war. Du sagst gerade, Religion ist Liebe oder das passt nicht zusammen. Wie kamst du denn auf diese Erkenntnis? Ja, als Kind habe ich noch, also ich selber habe als Beispiel Jesus gehabt in meinem Herzen. Und ich habe gewusst, weil meine Mutter natürlich auch viel von der Bibel erzählt hat oder ich war auch manchmal dabei, dass Jesus sich den Menschen zugewandt hat, dass er gerade die Menschen, die so Bedürfnis hatten, ein Blinder, eine Prostituierte, ein Steuereinnehmer, all diese Leute, die hat Jesus gegen die Pharisäer praktisch geliebt. Mhm. Der hat ihnen Gutes getan. Und ich hatte dieses Beispiel immer vor Augen. Mhm. Und das war für mich nicht vorhanden. Ja. Ja. Wie war denn dein Glaube, also bei den Zeugen Jehovas, wie ging dann das da ab? Wer war denn Jesus da? Das ist das Problem. Ich habe einiges erfahren oder einiges ertragen müssen. Und ich habe immer ich bin dann zu den Ältesten gegangen, also da sind die Aufseher, also oder man könnte sagen die Priester, aber es ist nicht so, in dieser Gemeinschaft. Und ich habe gesagt, es wurde nicht oder kaum von Jesus gesprochen. Und da habe ich gesagt, und was macht ihr mit Jesus? Was erzählt ihr über ihn? Wo ist die Liebe? Ihr sprecht immer von Liebe, aber ich höre immer nur von Furcht, von Strafe. Das konntest du in dir nicht vereinen, diese Spaltung. Und dennoch weiß ich, dass du auch von Tür zu Tür gegangen bist, den Wachturm verteilt hast. Wie kam es dazu? Ja, wir mussten alle. Mhm. Wir wurden auch kontrolliert, ob wir im Dienst waren. Mhm. Und damals war ich von Tür zu Tür, aber ich habe die Menschen, also nur was Gutes erzählt. Ich habe ja nie erzählt, zum Beispiel, dass nur die Zeugen Jehovas überleben würden, die anderen würden vernichtet werden. Und diese Fragen, zum Beispiel, ich konnte auch nicht verstehen, ich habe gesagt, aber die Kinder, was macht ihr mit den Kindern? Mhm. Jesus hat die Kinder auf seinen Schoß genommen. Ja, und was macht ihr mit den Kindern? Ihr sagt, ja, die Kinder werden genauso vernichtet, weil die Eltern für sie verantwortlich sind. Das fand ich so ungerecht. Mhm. Du hast von diesem Zwiespalt erzählt, dass du Jesus als liebenden Gott erlebt hast und dann gleichzeitig aber was anderes erlebt hast. Wie war denn das für deinen Mann? Konnte der mit dir mitgehen in diesem Zwiespalt? Noch nicht. Mein Mann war im Grunde genommen ein Engel sozusagen. Der hat gesagt, Menschen machen Fehler, aber du musst das nicht an den Menschen ausmachen, sondern oder an der Gesellschaft. Sondern Gott ist wichtig. Gott sieht uns und sieht auch alle Menschen, die Fehler machen. Und wir sind alle unvollkommen. So hat er das begründet am Anfang. Als du dann 38 Jahre alt warst, hat dein Mann eine schwere Diagnose bekommen. Was ist da passiert? Ja, mein Mann hatte eine Kleinhirndegeneration. Und da er Gärtner war, haben sie erst vermutet, dass sie durch die Pestizide und Insektiziden also verursacht worden ist. Ja. Und mein Mann, das machte sich so bemerkbar, dass er am Anfang zum Beispiel im Fahrstuhl den Knopf nicht drücken konnte. Oder dass seine Sprache manchmal undeutlich war. Und also viele Leute haben sich lustig über ihn gemacht und gedacht, er trinkt. Aber es war nicht der Fall. Und diese Diagnose wurde festgestellt, also nachdem wir im Krankenhaus waren. Und von heute auf morgen, er wurde nochmal einen kurzen Aufenthalt in eine neurologische Klinik bei uns zu Hause. Und in kurzer Zeit sagten die Ärzte, ihr Mann wird verrennt, also er bekommt Rente. Wir hatten ein Haus gebaut, wir hatten 4 Kinder. Furchtbar. Und plötzlich war das da, diese Diagnose. Ich war aber so, dass ich gesagt habe zu dem Arzt, ja, Sie sagen mir das, ich möchte wissen, und mein Mann auch, wir haben natürlich miteinander gesprochen, wie lange hat er noch zu leben? Das war meine Frage. Ja. Und er haben gesagt, der Chefarzt der Klinik sagte,
10, 11 Jahre. Furchtbar. Ja. Wir haben das in der Versammlung erzählt. Also bei den Zeugen Jehovas, ja. Die haben auch nicht reagiert. Die haben gesagt, ihr müsst aufpassen, dass ihr eure Kinder gut erzieht und weiterhin zur Versammlung fährt und so weiter. Und was ich versuchte natürlich diesen, aber wir hatten 4 Kinder. Wir mussten andauernd zur Untersuchung. Aber in der Versammlung war das ein ewiger Kampf. Manchmal, mein Mann saß da und er hatte natürlich Sprachschwierigkeiten, das durch die Ataxie. Ja. Und die Menschen sind nicht zu ihm gekommen, haben nicht die Hand gegeben, nicht gefragt, wie geht es dir und so Keine weiter. Keine Unterstützung habt ihr erfahren. Ja. Mit meinen Kindern, ich fühlte mich ganz allein. Ja. Eine große Belastung, die ich da abspüre in dieser Lebenssituation, Kampf, aber eben auch keine Unterstützung von denen, wo du ihr wahrscheinlich dachtet, das sind so eure Familie oder es sind die euch am nächsten stehen. Dann in der Pflegezeit 95 hast du erlebt, dass dein Vater gestorben ist. Ja, mein Vater ist gestorben. Und du hast dabei ein besonderes Erlebnis gehabt. Magst du davon erzählen? Also als mein Vater, ich war vorher schon, hatte ihn noch besucht in Frankreich und bin noch mal kurz vor seinem Tod also hingefahren. Und das war praktisch 2 Tage vor seinem Tod. Und ich fuhr wieder nach Hause und ich wusste, ich werde ihn auf dieser Erde nicht wiedersehen. Und ich kam mich nach Hause, wir hatten eine Panne unterwegs und kam ich nach Hause am Mittwoch also. Und in der Nacht wurde ich wach, so gegen 3. Mein Mann schlief noch neben mir. Plötzlich steht mein Vater in der Tür, im Türrahmen. Und eine Vision. Eine Vision. Und er spricht mit mir, also nicht wie ich mit dir spreche, sondern er spricht mit mir und sagt, siehst du mich? Ich habe gesagt, ja. Der hat seinen Nadelstreifenanzug angezogen, die er bei unserer Hochzeit trug, sein schönes Hemd, das ich ihm geschenkt hatte. Und er sagt, mach dir keine Sorgen, sagt er, mir geht es gut. Okay. Und da war ich ich war so froh. Und er lachte, wie er früher, wenn er den Clown gespielt hatte und so weiter. Das war mein Vater so, könnte ich sagen, war vielleicht 40, also der sah gut aus und so weiter. Also da war ich so dankbar, dass ich ihn gesehen habe und nochmal sprechen konnte. Und dann war das vorbei und dann habe ich meinen Mann geweckt, weil das so eindrücklich war. Ja, eindrücklich war. Ich habe gesagt, stell dir mal vor. Mhm. Ich habe gesagt, mein Papa habe ich gesehen und so. Und es war ja eigentlich als Zeugen Jehovas nicht möglich, wenn man sowas also sehen, dass man Geister oder ich kann nicht mal Geister, weil es war kein Geist, er war wie eine Person, ja. Und dann wäre das ja vom Teufel und so weiter. Ne? Und dann habe ich gesagt, Papa ist erschienen und ihm geht es wirklich gut und ich bin so froh darüber. Und am nächsten Tag rief ich bei mir zu Hause an, meine Mutter, und ich sage, wie geht es Papa? Weil er war ja noch am Leben, als ich Frankreich verließ. Und da sagte meine Mutter, ich wollte dir das nicht sagen, sagt sie eigentlich, aber Papa ist eingeschlafen. Ich sage, wann ist er dann eingeschlafen? Ja, erst am Mittwoch um 2 Uhr nachmittags eingeschlafen. Und da schon hatte ich unterwegs gehalten und hatte eine Tasse Kaffee mit meiner Freundin getrunken und an ihn gedacht. Das war der Zeitpunkt, wo er starb. Oh, wow. Und meine Mutter sagte, du brauchst aber nicht zur Beerdigung, da war sie verständnisvoll, zu kommen, das schaffst du nicht. Also wir werden ihn am Wochenende beerdigen. Und kurz vor dem Wochenende, also ich fragte dann meine Mutter, nachdem die Beerdigung vorbei war, ja, wie sah Papa aus und so? Hattest du ihn ein Hemd angezogen? Weil sie wollte ihn ja ein Nachthemd anziehen. Und darauf sagte sie mir, nein, sagt sie, ich habe mir das anders überlegt. Den Anzug, den nadelgestreiften Anzug, den ich bei deiner Hochzeit, das habe ich ihn angezogen. Ja. Und dann das schöne Hemd, also das habe ich ihn angezogen. Und dann sagte sie, und du wirst das nicht glauben, sagt sie. Er sah nicht mehr krank aus. Er sah aus, als ob er 40 war. Der sah so jung aus. Okay. Wahnsinn. Und da in dem Moment wusste ich, dass ich das wirklich erlebt hatte. Und das brauchte kein Glaube mehr. Das ist eine Gewissheit. Dass also nach dem Tod was anderes ist. Und dass es Liebe ist. Ja. Das habe ich erlebt bei meinem Vater. Wow. Und ich hatte die Angst verloren. Hattest du vorher Angst vorm Tod? Ja, unheimliche Angst.
Und zwar, ich hatte Phobien als Kind. Und sogar als ich heiratete, mein Mann hat mich geheilt im Grunde genommen, mit der Hilfe Gottes, weil ich konnte kein totes Tier auf der Straße sehen und so. Da bin ich in Panik ausgebrochen. Okay. Und als Kind, als ich zum Klavierunterricht ging mit meiner Mutter, da hatte ich auch einen Mann gesehen, der hatte keine Beine mehr vom Zweiten Weltkrieg. Und da bin ich kreuz und quer gelaufen. Ich wusste nicht mehr, was ich tat. Also ich war also wie vom Sinnen, ja, weil ich so Angst hatte vor dem Tod. Das war mein großes Problem. Ein Jahr später, nach dem Tod deines Vaters, ist ja dann auch deine Mutter gestorben. Ja. Wie war das für dich? Also mit dem Tod meiner Mutter hatte ich sehr viele große Probleme. Ich fuhr auch dann mit meinem Mann sogar nach Frankreich. Und es ist in Frankreich so, dass sie aufgebahrt ist im Krankenhaus. Okay. Und als meine Mutter, ich sie so da liegen sah, da habe ich sie nicht geküsst, gar nichts. Ich habe sie angeguckt und ich habe gesagt, verzeih mir. Verzeih mir, dass ich nicht den Mut hatte, dir die Wahrheit zu sagen, wie ich dich als Mutter empfunden habe. Und ich habe gesagt, jetzt habe ich dir schon lange verziehen, weil es ist wichtig, dass man jemandem verzieht und verzeiht. Und ich habe ihr gesagt, du warst auch im Kloster aufgewachsen als Kind. Alles, was du mir angetan hast, konntest du vielleicht nicht anders. Was musstest du ihr verzeihen? Meine ganze Kindheit. Was ist da passiert? Also sie hat mich bei Brot und Wasser in meine Wohnung eingesperrt. Und wo sie wusste, dass ich sehr Ängste und so, hat sie die Fensterläden zugemacht und mich bei Brot und Wasser eingesperrt einfach. Furchtbar. Und mein Vater hat mich dann gefunden, 2 Tage später, ich war in Ohnmacht gefallen. Okay. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder ich musste manchmal vor sie hinknien, das war später etwas so mit 10 Jahren, und da sie hat gesagt, gib das zu, Kamil, und so weiter, was du das und das gemacht hast. Und ich habe gesagt, ich habe nichts gemacht. Und dann hat sie mich gezwungen, also ich habe gesagt, ich sag das, aber ich habe es nicht gemacht. Und dann hat sie mich gezwungen, hat sie mich mit nassen Tüchern geschlagen und mich verfolgt bis zu meinem Zimmer. Ja. Was hat dir Kraft gegeben, Hoffnung in diesen Zeiten auch durchzuhalten? Ja, eins, ich hatte beschlossen, weil ich als Kind doch sehr reif, früh reifes Kind war, ich habe eins beschlossen, ich trenne meine Mutter von mir. Ich lebe und ich orientiere mich an die Liebe Jesu. Okay. Das war für mich wichtig. Das konntest du für dich schon greifen als Kind? Ja. Ja. Wie sah diese Liebe aus für dich? Dass ich nicht ganz allein war. Und dass ich habe immer an das Gute gedacht, was Jesus für die Menschen, er hat ja sein Leben gegeben, er hat aber uns Menschen vorgelebt. Da, im Grunde genommen, das Hauptgebot ist ja Liebe. Liebt einander. Ja. Ja. Und das war immer, also diese Prägung, dass ich immer Liebe geben sollte und auch empfangen habe. Ja. Du hast viel Liebe gerade deinem Mann auch gegeben. Ja. 11 Jahre hast du ihn gepflegt. Gleichzeitig hast du viel Lieblosigkeit erlebt durch deine Mutter, aber auch durch die Zeugen Jehovas. Ja. Was bedeutet Liebe heute für dich? Heute ist es ganz anders als früher. Also Liebe ist Liebe zu den Menschen, aber niemals eine Religion, die alles vorschreibt. Das kann nicht angehen. Weil das ist ganz das Gegenteil, was uns Jesus vorgelebt hat. Also ich habe immer mich bemüht, Liebe zu meinen Nächsten zu geben. Nach 11 Jahren Pflege mit deinem Mann ging es dann immer weiter bergab. Wie bist du damit umgegangen? Natürlich, weil es eine Pflege sind Momente, wo man wirklich am Boden liegt. Ja. Und manchmal habe ich auch geschimpft. Also mein Mann war im Bett und ich habe manchmal geschimpft. Ich habe das nicht mehr ertragen. Und dann sagte er mir, aber Dietmar, habe ich gesagt, das ist nicht wegen dir oder wegen dir, dass ich schimpfe. Ich schimpfe gegen diese blöde Krankheit, sage ich. So, ja. Das habe ich ihm gesagt. Und er hat gesagt, ich weiß, sagt er.
Und ich habe gesagt, ich bemühe mich, aber ich kann nicht alles richtig machen. Mhm. Diese Krankheit hat so viel von mir gefordert, weil ich eben so diese Ängste in mir hatte. Ja, ja. Wie und war denn das dann in Bezug auf deine Ängste? Du hattest ja gerade von deinem Vater erzählt. Wie war deine Perspektive auf den Tod und was da kommt? Also mit dem Tod habe ich mich jetzt wieder versöhnt. Erstmal mit meinem Vater habe ich mich versöhnt und dann mit meinem Mann. Und zwar, ich hatte mir geschworen, ich mache mein Leben so, dass ich persönlich, auch wenn gegen Jehovas Zeugen, das war mir egal, dass ich ihm die Liebe gebe, die Jesus uns gegeben hat. Mhm. Und eines Tages, zwei Tage vor seinem Tod, sagte er mir, ich danke dir für deine Liebe, die du mir gegeben hast. Wow. Ja. Und ich muss aber dazu sagen, ein Jahr vor dem hatte ich ein Erlebnis. Nicht ich persönlich, sondern mein Mann. Der hat mir erzählt von seinem Nahtoderfahrung. Okay. Und das war für mich so außergewöhnlich. Der hat erzählt, pass mal auf, sagt er, warum haben sie mich nicht da gelassen? Ich habe gesagt, wer? Ja, sagt er, die Ärzte und so, die haben gewollt, dass ich weiterlebe. Und ich habe, stell dir mal vor, ich war wie im Paradies, sagt er. Die Liebe war um mich, die Menschen waren voller Liebe. Und ich schwebte wie auf Wolken. Plötzlich konnte ich ja wieder gehen und so weiter. Und dann stutzte ich, weil für mich war das ja unverständlich. Ja? Das gibt es normalerweise nicht, dass man die Zeugen, so, glauben sie nicht an so etwas. Ja. Ja? Und dann habe ich gesagt, du hast mich, also innerlich gedacht, du hast mich nicht angelogen. Da wirst du mich auch diesmal nicht anlügen. Mhm. Und dann in diesem einen Jahr kamen die ganzen Fragen, die in mir waren, habe ich meinen Mann gestellt. Er konnte mit mir viele Gespräche führen und so weiter. Und ich lernte, also durch die Gespräche über den Tod und alles, was passiert. Und er glaubte fest dran, dass er auferstanden war. Nicht erst, wenn Armageddon kommt, der Krieg Gottes und so. Er war sofort auferstanden. Das hat er vorausgesehen in seiner Vision. Ja. Und das hat mich getröstet. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, sage ich, wenn du stirbst, dann werde ich da sein. Mhm. Obwohl, es war wirklich, also meine größte Angst, das war der Tod und vor allem der Tod meines Mannes. Ja. Und ich habe gesagt, aber wenn du einverstanden bist, ich habe gesagt, wenn du gegangen sein solltest, gestorben sein, dann möchte ich gern deine Beerdigungsansprache halten. Mhm. Und das war, ich habe auch gesagt dazu, ich werde keine Zeugen Jehovas da haben. Das möchte ich nicht. Wenn man jemanden liebt, dann liebt man ihn und kümmert sich, wenn er lebt. Und nicht nachdem er tot ist. Ich habe gesagt, da will ich keinen Mensch sehen. Das hast du leider nie erlebt, dass die Zeugen sich um ihn gekümmert haben? Nein. Es waren ja 11 Jahre, ne? Ja. Das war eine lange Zeit. Und ein Ältester, damals ein Verantwortlicher, da war ich ja gerade mit meiner Tochter, wir waren im Krankenhaus und ich hatte ja für einen Kaffee Kuchen geholt und so. Und dann kam ich und dann sah ich diesen Ältesten da. Und dann sage ich, was willst du denn hier? Also so in einem Ton. Und dann hat er gesagt, ich will mich entschuldigen. Das war natürlich für einen Menschen. Sah ich im Grunde genommen, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur nach Liebe und nach Verständnis für meinen Mann, nicht mal für mich, für meinen Mann gerungen hatte. Ja. Und dieses Nahtoderlebnis, wie war das im Hinblick dann auf die Zeugen? Habt ihr euch dann danach irgendwie abgewandt oder wie war das? Ich war schon abgewandt. Ja. Ich wusste, das war nur der endgültige Beweis, dass es nach dem Tod anders aussieht, als die Zeugen es sagen. Was hieß das für deinen Mann? Der hatte sich auch vollkommen verändert. Erlebnis? Ja. Was war jetzt anders? Er wusste, dass er praktisch, wenn er stirbt, sofort bei Jesus ist. Und deine Angst zum Tod? Meine Angst war weg. Und wie war das dann selbst bei seinem Tod? Wie war die Situation? Ich wurde angerufen, meine Tochter begleitete mich, meine Älteste, sie wollte auch dabei sein. Er hatte klassische Musik am Bett. Und als wir da waren, merkte er, dass wir da sind, ja.
das habe ich nachher erfahren durch eine Krankenschwester, dass die Menschen viel hören, das hören, auch wenn sie im Todeskampf nicht, will ich nicht sagen, aber im Todeslager liegen, hören viel mehr. Und wir haben ja ungefähr 2 Stunden an seinem Bett gesessen. Wir haben erzählt von der Vergangenheit, was wir zusammen erlebt haben mit den Kindern. Und er hat manchmal so gelacht sogar. Ah, schön. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Dietmar, du bist frei. Du bist frei. Du darfst jetzt gehen. Weil immer sagte er, ich kann nichts mehr für euch tun. Ich kann nichts mehr für euch tun. Ich habe gesagt, du hast genug getan. Jetzt gehst du in deine Freiheit. Ja, mit Jesus. Und nachher war sein letzter Atemzug da und er ist ja friedlich eingeschlafen. Du hast ja dann auch die Trauerrede gehalten. Ja. Wie war denn das? Alle Menschen waren erstaunt, dass ich die Rede halten konnte, aber ich habe die Kraft von oben bekommen. Ja. Also es ist normalerweise nicht normal, dass eine Frau, die gerade Witwe geworden ist, da die Rede hält. Ja. Aber ich hatte das noch im Kopf, das letzte Jahr, das mein geschenktes Jahr, unser geschenktes Jahr. Und so hast du das empfunden? Kraft, ja. Und da habe ich die Kraft, das zu machen. Mhm. Ich habe auch eine besondere Beerdigung machen lassen. Freunde von meinem Mann, die Musiker waren, die haben also ihn begleitet, also bis zu seinem Grab und haben Musik gespielt und La Paloma gespielt. Ja. Also unser Lied, was wir, als wir uns kennenlernten. Mhm. Also es war eine wunderschöne Beerdigung und ein würdevoller Abschied. Mhm. Das klingt so. Wer ist denn Gott für dich heute? Also Gott habe ich noch nicht so ganz, also Gott an sich, aber Jesus ist für mich wichtig, ja. Weil Gott, wenn, als ich bei den Zeugen war, war ein Gott der Strafe und ein Gott, also das, da hatte ich Angst vor ihm, ja. Aber die Liebe Jesus ist immer mehr gewachsen. Und dass er nicht immer nach, wie sagt man, machst du das richtig, dann bist du gut, machst du das falsch, dann bist du nicht gut. Nein, so ist er nicht. Mhm. Also das ist für mich wirklich Überzeugung, dass es einen Gott gibt und dass es auch Jesus gelebt hat. Mhm. Und warum er das gemacht hat, wissen wir ja alle, dass er uns eigentlich liebt. Ja? Mhm. Das ist der einzige Grund. Ja? Mhm. Das ist der Hauptbefehl im Grunde genommen. Mhm. Ja? Liebe einander, ja? Wie ich euch geliebt habe. Ja. Wunderschön. Vielen, vielen Dank, Anne, dass du jetzt bereit warst, hier deine Geschichte mit uns zu teilen. Und ich wünsche dir, dass du noch mehr von dieser Liebe auch in deinem Leben erlebst. Dankeschön. Ja, danke schön. Ich hoffe auch. Auch wenn das Leben manchmal schwer sein kann, Jesus ist da und will dir beistehen. Wünschst du dir auch diese Erfahrung zu machen? Dann geh doch mal einen Schritt auf Jesus zu und bitte ihn, in dein Leben zu kommen und dir seine Liebe zu zeigen. Bis bald.